Grüezi miteinander. Heute haben wir unseren grössten Thermobinder, den T500 Pro. Und zwar wird der geliefert mit einem separaten Kühlständer, den man so zusammensetzen kann, dass es innen dann schön passt, je nach Dicke von ihren Büchlein, die sie machen. Der Vorteil des separaten Kühlständer ist, dass es einfach besser abkühlen kann und sein Büchlein schneller verwenden kann. Den T500 Pro packen wir auspacken und einfach hier einschalten, dass er sich ein bisschen vorwärmen kann. In dieser Zeit machen wir unsere Mäppli parat. Dann tut er quittieren mit einem Pfeifton, dass er parat ist. Einfach das Papier in so ein Mäppli rein, ein bisschen schön zentrieren, schön ein bisschen klopfen und einfach reinstellen. Der T500 Pro tut selber die Bindezeit einstellen. Sie werden sehen, das geht nur 30 Sekunden bei so dünnen Büchli. Machen wir gerade unser zweites Büchli parat. Diesmal machen wir ein bisschen ein dickes Büchli. Auch das. Das ist der erste parat, nehmen wir das raus und tun es einfach so in den Kühlständer rein, wie es in der Bedienungsanleitung steht. Wenn Sie wollen, dass Sie das haben, dann gibt es jetzt noch einen kleinen Trick, den ich Ihnen gerne nach dem Kauf verrate. Und diesen kleinen Trick verrate ich Ihnen jetzt. Und zwar einfach zu der Maschine rausnehmen und richtig auf die Tischkante abklopfen. Mit dem Finger ein bisschen hier nachfahren und mehr braucht es nicht, dass das Büchli richtig schön hält. Tun wir unser dicke Büchli hier in ein Mäppli rein. Da haben wir ein 25 mm, also 250 Blatt. Einfach wiederum hier reinstellen. Der T500 tut die Bindezeit, die er braucht, für so dicke Büchli selber automatisch einstellen. Bei so dicken Büchli geht es zwischen 40 und 60 Sekunden. Das ist eben das Schöne an dem Gerät. Sie können einfach rein tun, er tut selber regulieren, dass es richtig gut kommt. Jetzt tut er pfeifen, Sie hören es, das heisst, das Büchlein ist parat. Dann können wir es rausnehmen und so in den Kühlständer tun. Wenn Sie wollen, dass die Thermobindung richtig gut hält, dann gibt es noch einen kleinen Trick, den ich Ihnen gerne nach dem Kauf verrate. Und diesen kleinen Trick verrate ich Ihnen jetzt. Tun Sie das Büchlein zu den Maschinen rausnehmen und richtig auf dem stabilen Tischkanten, richtig zwischen Daumen und Zeigefinger so abschlagen. Dann geht das Papier schön in die Leim rein. Wenn wir das gemacht haben, stellen wir ihn einfach wieder in den Kühlständer stellen zum Abkühlen und nicht aufmachen die ersten 2-3 Minuten, bis es kühl ist. Wenn es dann abgekühlt ist, kann ich Ihnen hier gerne zeigen, dass die Büchlein richtig gut haben. Also Sie können an jedem Blatt von so dicken Bindungen die Bindung auflupfen und das haben. Auch bei den dünneren können Sie es also wirklich so machen, dass es gut haben bei jedem Blatt. Sie brauchen keine Post-it, Sie brauchen keine Löffel und Gabeln zum Zusammenstreichen. Einfach den kleinen Trick machen und schon haben Sie es. Wenn Sie mehr wissen wollen, rufen Sie mir an, schreiben Sie mir doch ein Mail. Schauen Sie an unserem Online-Shop vorbei, wir haben auch ganz schöne Auswahl an Thermobindermäppchen. Das war es auch schon. Danke fürs Zuschauen und bis gleich.